Ich glaube, ich brauche mal ein Heiler im Team wieder. Ich glaube, ich schmeiß, obwohl, keine Ahnung, es ist echt schwer, aber ich glaube, ich schmeiß Windboy raus. Auch wenn der halt den Supersprung kann. Und holen wir mal unsere hohe Priesterin, glaube ich, die aber irgendwie auch ein Popstar ist. So, sieht schon besser aus. Aha, habe ich mir doch gedacht, dass die da irgendwas versteckt haben. Weil halt in dem Spiel immer überall irgendwas versteckt ist. Das ist auch eine mächtige Kombination. Der Eiskerl und die Heilerin können halt gerade so einzelne starke Gegner super einfach permanent in Permafrost halten. Und dann ist es auch schon vorbei. Schon cool. Was haben wir denn hier? Anscheinend nix, überraschenderweise. Na gut. Na gut, Spiel, aber was haben wir denn da unten? Da ist wirklich was. Okay, da segel ich mal hin. Oh, so wendet sich das Blatt. Tötötötö. Die Kämpfe machen auch wirklich Spaß in dem Spiel, muss ich schon sagen. Das hat für mich nämlich so ausgesehen, als wäre das so ein relativ komplexer, schneller Devil May Cry-artiger Kombo-System-Mesher. Aber das ist es eigentlich überhaupt nicht. Jeder Charakter hat seine eine Schlagkombo und zwei Fähigkeiten und das war's. Es ist eher die Kombination aus dem relativ wenigen, was man hat, was irgendwie den Spaß dabei ausmacht. Und das macht's gut. Ich mag das sehr. Jetzt hätte ich natürlich gern wieder unsere Noelle, aber der kriegt's auch hin. Dauert nur ein bisschen länger. Oh Gott, ey. Oh Gott. Ich glaube, die Steine. Ich bin zu faul, den Charakter zu wechseln und brauche die Steine auch nicht unbedingt. Den hätte ich schon gerne, muss ich sagen. Oh, ohne zweihändigen Waffencharakter ist man da echt ganz schön lang am Graben.
Aber den Kristall hätte ich echt gerne. Den müssen wir jetzt schnell raushauen. So. Von einer Schatzkiste, die man in der Entfernung leuchten sieht, zur nächsten. Das ist schon cool in dem Spiel. Ah, okay. Es gibt so gewisse Rätsel, die sind schon einfach wirklich für einen ganz bestimmten Charakter gemacht. So wie das hier zum Beispiel. Das wahrscheinlich klassischste aller Zelda-Rätsel ever. Das sogar so klassisch ist, dass es es in Breath of the Wild, im neuesten Zelda, schon gar nicht mehr gibt, die Aufgabe, alle Fackeln anzuzünden. So, ich wollte aber eigentlich irgendwie den Tempel hoch, ne? Bin wieder irgendwie vom Weg abgekommen. Vor lauter Schatzkisten überall. Genau, da waren wir, bevor ich abgesprungen bin. Lebt der? Na, aktuell nicht. Nur dafür ist da oben wohl irgendein anderer Gegner. Oh oh, jetzt bin ich irgendwo stecken geblieben. Ah ja, kommen wir bestimmt noch hin. Der ist blöd gefallen, aber gut. Dann nimmt er seinen Loot halt mit in den Abgrund. Kommt schon mal vor. Okay, ich befürchte, irgendeiner hat seinen Absturz überlebt da unten. Ah, wo ist er denn? Ah, da, okay, gut. Na, was ist los? So, gut. What's the hurry? Ah, der hat anscheinend auch überlebt. Der ist neu gespawnt, weil er nicht tot war. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, dass ich den nicht runterschubse. Also lieber keine Windangriffe. So, jetzt aber. Sehr gut.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass es ein Rätsel gibt, wo man alle Fackeln anzünden muss. Bei Breath of the Wild jetzt. Ja, ich will nicht ausschließen, dass es das ein oder andere gibt, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mir beim Spielen von Breath of the Wild gedacht habe, witzig, dass es gar keine Fackelrätseln mehr gibt. Aber vielleicht gibt es das ein oder andere. Das kann schon gut sein. Fünf Pavillons mit jeweils einem Siegel. Geokraft. Okay, eins, zwei. Ich sehe nur zwei Pavillons, aber okay. Ich versuche mal dahin zu kommen zu den Pavillons und dann schauen wir, ob wir irgendwas mit Geokraft aktivieren müssen. Ah, da vorher war auch schon so ein Siegel. Vielleicht hätte ich. Schauen wir mal. Ach, Mist. Dafür wäre jetzt wieder. Ah, Mist. Jetzt können wir nicht mal Charakter wechseln wegen den beiden da. Na, wartet. Euch zeige ich's. Ganz genau. Nein, nicht fallen. Oh Gott. Okay, irgendwo ist noch ein Gegner. Ich hasse das immer, wenn die überleben, wenn die runterfallen. Aber da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als den zu verfolgen. Oh, noch einer, hä? Der muss neu sein. Oben waren doch nur zwei, oder? Hallo? Ah, okay. Okay, jetzt schauen wir nochmal, wie das war mit diesen Geo-Rätseln. Machen wir mal kurz eine Pause. Eine Ausdauer-Regenerier-Pause. Und jetzt schauen wir mal, ob ich hier irgendwas machen muss. Jetzt hätte ich wirklich gern die Priesterin, die ich weggeschickt habe. Die wäre für sowas schon echt praktischer. Aber sie dürfte es theoretisch auch hinkriegen. Ach so. Das hat nicht funktioniert. Komisch, das hätte funktionieren sollen. Oh, da drüben ist noch so viel. Oh Gott, noch so viel zu tun da drüben. Nee, hier auch nicht. Und wo führt mich der Wind hin? Das will ich jetzt auch mal schnell sehen. Einmal im Kreis anscheinend einfach.
Jetzt lese ich mir die Steintafel nochmal genau durch. Ah, ich könnte hier noch eine... Ja, okay, machen wir noch schnell die Challenge. Ein Rennen. Aber wohin denn? Einmal im Kreis oder wie? Tatsächlich? Und jetzt? Nee. Hä? Doch irgendwie schon, aber das hat anscheinend irgendwie nicht gezählt oder so. Ich weiß nicht genau. Hätte ich was anders machen müssen oder so? Hä? Verstehe ich nicht. Na gut, dann mache ich das jetzt irgendwie nochmal, glaube ich. Und dann weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Das sehe ich anders. Erreiche dein Ziel innerhalb von 60 Sekunden. Ach, blöder Auftrieb. Man muss ja eigentlich nicht unbedingt durch die Ringe fliegen. Das war zumindest bisher noch nie wirklich notwendig. So. Ah ja, diesmal hat es funktioniert. Okay. Wow, ich glaube, da war gerade ein echt gutes Schwert dabei. Holy Potato, cool. Ist da oben auch was? Ne, nur eine Blume. Na ja, gut. So. Li Yue ist sicher, den Rex Lapis ist mit uns. Vorhin zu würdigen, stelle er 5 Pavillons mit jeweils einem Siegel auf. Vielleicht ist das später mal eine Story-Quest oder so, weil... Ich habe keine Pavillons mit irgendwelchen Siegeln. Als Nachfahre musst du die Spuren folgen. Aha. Na, ah, jetzt habe ich genau das Wichtige übersprungen. Versehentlich. Wollte ich nicht. Auf der Steintafel scheint die Rede von dem Siegel da zu sein. Anscheinend muss man die Geokraft verwenden, um es zu aktivieren. Nee. So funktioniert das auf jeden Fall leider nicht. Schade. Hätte ja sein können. Nein! Was machst du denn? So. Na gut, dann lasse ich das jetzt mal mit den Geo-Rätseln. Da unten habe ich eh noch irgendeine Schatzkiste gesehen. Die holen wir uns auf jeden Fall noch. Konami scheint ja im Moment zu versuchen, ein bisschen Geld mit ihren alten Spielen zu verdienen. Ja genau, die gibt es jetzt alle auf Good Old Games und sowas, ne? Ach ja. Ich meine, das ist ja grundsätzlich cool. Da gibt es ja nichts gegen einzuwenden. Aber was aus Konami geworden ist, seit Kojima weg ist, ist auch ein bisschen traurig. Die sitzen auf so vielen, so tollen Lizenzen und alles, was man seitdem davon gesehen hat, ist irgendwie ein Metal Gear MMO und ein paar Handyspielchen. Das ist schon sehr schade. Das sieht man, was das ausmachen kann, ne? Wenn ein einführender Kopf weg ist, dann ist plötzlich
vorbei. Aber angeblich sollen ja echte, vollwertige Silent Hill-Spiele in der Entwicklung sein. Zwei Stück, soviel ich gehört habe, unabhängig voneinander. Zwei Silent Hill-Projekte. Und ich denke mir halt wirklich, jeder, der jetzt... Ich weiß auch nicht, wer hat denn die Parasite Eve-Lizenz? Aber jeder, der jetzt, wo Resident Evil so einen neuen Boom für Survival-Horror ausgelöst hat, auf so einer Horror-Lizenz sitzt und nichts draus macht, ist ja irgendwie selber schuld. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe nicht, wo sind jetzt eben die Silent Hills? Wo ist das neue Parasite Eve? Und warum macht Nintendo kein Eternal Darkness? Bei Nintendo kann ich es noch eher verstehen, weil Nintendo ist komisch. Die machen halt, was die so wollen, aber gut. Marvin, dankeschön fürs Subscriben. Hi, willkommen. Nintendo macht schon immer sein eigenes Ding, da ist es immer, naja. Aber trotzdem, Parasite Eve ist bei Square Enix. Na guck, warum, wo, wann? Und all die anderen alten Survival-Horror-Lizenzen, die bestimmt noch ihre Fanbase haben und nur auf ein cooles Revival warten. Jetzt wäre die Zeit dafür. Finally done, hat der gerade gesagt, als ob er sich freuen würde, dass er jetzt tot ist. Das ist ganz schön düster. So, gibt's hier jetzt noch was zu tun oder sind wir hier jetzt erstmal fertig? Das mit den Geosiegeln am Boden kann ich irgendwie nicht lösen mit den Charakteren, die ich habe. Ah, aber jetzt könnten wir mit Noelle hier nochmal die blauen Steine raushauen, wo ich vorher nicht die Geduld hatte und zu faul war, den Charakter zu wechseln. Weil die Nachtjade, ich weiß auch gerade gar nicht, ich brauche die gerade auch überhaupt nicht. Aber irgendwann kommt mal ein Charakter, der braucht ganz viel Nachtjade zum Hochleveln und dann freue ich mich, dass ich 299 auf der Seite habe. Wie das halt so ist. Na gut, dann erkläre ich diesen Gebirgsseebach hier für mehr oder weniger beendet. Was ist mit Ketchup? Die Musik hört auf. Heißt das, es sind Gegner in der Nähe? Hä? Was ist denn das da unten? Ach, das ist so ein Goldfrettchen. Ich glaube, die lassen einfach ein bisschen Gold fallen, ne? Die muss man, glaube ich, einfach irgendwie hauen. Und dann droppen die ganz viel Gold. Genau. Cool. Keine Ahnung. Ich warte schon ewig auf ein neues Silent Hill. Das letzte war zumindest okay. Das letzte, was zumindest okay war, war Silent Hill Origins. Ja, Silent Hill ist ja auch eine Reihe mit vielen Höhen und Tiefen. Aber ich meine, Reihen, die so lange laufen, ne, da kann das schon mal vorkommen. Resident Evil hat auch die ein oder andere Panne hinnehmen müssen. Und ja. Ich meine, bei The Room zum Beispiel spalten sich ja die Geister. Ich habe das damals gespielt und abgesehen von einigen wirklich einfach nur frustrierenden, blöden Stellen wie unsichtbaren, nee, nicht unsichtbaren, aber unsterblichen, durch Wände durchgehenden Gegner, die einem dauernd verfolgen. Das war so nervig. Ist das eigentlich ein cooles Spiel? Und ich weiß, es sollte nie ein Silent Hill werden und das merkt man schon auch ein bisschen und so, aber
Ne? Ich finde das jetzt nicht so scheiße. Aber jetzt könnte man halt wirklich die Formel, die Resident Evil mit dieser neuen Third Person etabliert hat, so ein bisschen kopieren, aber weil Silent Hill ist, eben ein bisschen weniger Action und dafür ein bisschen mehr Psycho-Horror einbauen. Und ja, wenn man das macht, wenn man auf Action verzichtet und mehr auf Psycho-Horror geht, wird sich das wahrscheinlich nicht so gut verkaufen. Das ist nun mal so. Aber es wäre trotzdem, glaube ich, ein großer Erfolg. Ich meine, wenn Kojima sein Silent Hill gemacht hätte, wäre das garantiert ein großer Erfolg gewesen. Aber da war auch der Hype und der Name dahinter einfach wirklich riesig. Da wird sich Konami bestimmt eh furchtbar in den Hintern beißen, oder? Dieses Silent Hills hätte nämlich der Erfolg sein können, den jetzt Resident Evil eben für sich beansprucht hat. Die hätten dem vorweg, also die hätten den Erfolg vorwegnehmen können. Aber nö. Weil ich meine, selbst wenn Kojima weggeht, warum denn das ganze Projekt canceln? Warum denn diesen irrsinnigen Hype, den PT ausgelöst hat, nicht wenigstens irgendwie nutzen und das fortführen. Also das verstehe ich absolut nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich kann mir nur vorstellen, dass die persönliche Vendetta zwischen Kojima und dem Konami-Chef so groß war, dass der gesagt hat, nein, das schmeißen wir alles weg, was der blöde Kerl da gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich verstehe es wirklich nicht. Ui, da sehe ich was Interessantes. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach irgendwas, das angeblich hier irgendwo sein soll. Auch so eine Feder, so eine sammelbare. Aber jetzt sehe ich sie nicht mehr. Dann holen wir erstmal die da. Würde ich sagen. Ja, eben, ich meine, Resident Evil 7 hätte es in der Form, wie es ist, ohne den PT-Trailer von Silent Hill nie gegeben. Capcom hat da wirklich einfach gesagt, na gut, Konami, wenn ihr diesen Hype nicht wollt, wir nehmen den gerne, wir nehmen den mit. Tja. Wenn ihr nichts anfangt damit, also wir hätten da schon, ne? Und das überaus erfolgreich. So, jetzt habe ich da hinten irgendwo eine Truhe gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da aber auch. Jetzt ist natürlich, ne? Aber dann fliegen wir mal darüber. Für mich war der Psycho-Horror der Silent Hill-Reihe immer interessanter als das, was Resident Evil gemacht hat. Deswegen ist Resident Evil Revelations 2 auch mein Favorit der Reihe. Ja, ich finde auch. Also mir hat ehrlich gesagt, das ist halt auch so ein bisschen das Problem, weil vom Konzept her mochte ich diesen Psycho-Horror aus Silent Hill immer mehr. Und ich würde sagen, so auf dem Papier sind das auch für mich immer die besseren Spiele. Aber Spaß machen mir ehrlich gesagt immer die Resident Evil-Spiele mehr, weil eben dann doch der Action-Fokus größer ist. Deswegen wäre ich ja stark dafür, dass es einfach beide Reihen nebeneinander gibt. Dann hat man das Beste aus beiden Welten. Aber Silent Hill gerade der erste. Also von der Story her finde ich der zweite eigentlich den besten. Aber gerade der erste war halt auch wirklich in vielerlei Hinsicht echt ein Meisterwerk. Weil halt einfach das Spiel aus den technischen Limitationen der PlayStation
eine Tugend gemacht hat. Das hat nicht nur wie Resident Evil mit, also Resident Evil hat ja quasi mit den festen Kameraperspektiven eher so an den technischen Limitationen vorbeigearbeitet, hat so einen Workaround gemacht, hat gesagt, na so schaffen wir es mit ein paar Kompromissen, dass wir trotzdem ein stimmungsvolles Spiel machen, das super aussieht. Aber Silent Hill hat ja den Nebel, der technisch notwendig war, genutzt, um wirklich quasi was, also unglaublich viel Stimmung zu erschaffen. Das hat ja wirklich quasi diese technische Limitation so gut für sich genutzt, wie kaum ein anderes Spiel. Das war schon echt der Hammer. Und bis heute, das muss man sich mal überlegen, was das eigentlich für ein starkes Markenbranding ist, weil bis heute geht's mir so. Und ich glaube jedem, der Silent Hill irgendwann mal gespielt hat in seinem Leben, wenn man draußen unterwegs ist und es zieht Nebel auf, dass man sich denkt, huh, voll wie bei Silent Hill. Und dieses, ne, wie stark diese Marke eigentlich in vielen Leuten eingebrannt ist, dass man bei einem Wetterereignis sofort an dieses Spiel denkt, das ist eigentlich irre. Und das wurde eben im Grunde aus einer Limitation herausgeboren. Und das finde ich schon echt beeindruckend. Wie gut die das gemacht haben. Wie gut die das genutzt haben für sich. Resident Evil hat dagegen halt einfach bei Alone in the Dark geklaut. Das finde ich auch so krass irgendwie, dass Shinji Mikami, während er noch einen Vertrag bei Capcom hatte, all die Jahre nicht zugeben durfte, dass Resident Evil bei Alone in the Dark geklaut war. Obwohl es offensichtlich so ist, jeder wusste das. Aber er durfte das nicht zugeben. Erst nachdem der jetzt dann Capcom verlassen hat, hat er in dem Interview gesagt, dass er selbstverständlich ein großer Fan von Alone in the Dark war und dass ihn das sehr beeinflusst hat. Aber während er bei Capcom war, hat er wohl Schweigeklauseln in seinem Vertrag, dass er da nicht rüber reden durfte. Zwei von denen sind schon ein bisschen heftig. Aber Alone in the Dark hat sich nach dem wirklich wegweisenden ersten Teil selber auch sehr schnell disqualifiziert.
Puh. Das war aufregend. So, wo waren wir stehen geblieben? Survival Horror. Wo sind all die Survival Horror Spiele, wenn man sie mal braucht? Oder wenn gerade wieder der Hype da wäre? Das frage ich mich wirklich. Oder ist vielleicht wirklich trotz dem Erfolg von Resident Evil Survival Horror für viele Firmen trotzdem was, an das man sich immer noch nicht wieder rantraut? Weil damals halt wirklich so viele rein, aber auch wirklich keine Chance hatten im Grunde. Da haben halt Silent Hill und Resident Evil dominiert, aber alle anderen, die es versucht haben, waren halt nur so semi-erfolgreich, auch wenn manche davon sehr, sehr gut waren. Vielleicht traut man dem Genre nicht. Es gibt sowas, anscheinend. Ich habe das schon oft in Interviews gehört, dass auch so Sachen wie Wild-West-Setting, da sagt man einfach, das verkauft sich nicht. Und Schluss. Und deswegen wird das nicht gemacht. Und dann macht es doch wieder irgendjemand wie Rockstar und ist damit super erfolgreich. Und dann sagen aber alle, na klar, ist ja auch Rockstar. Es gibt so Vorurteile einfach, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, aber auf jeden Fall gibt es so ein paar Vorurteile, wo Publisher sagen, nee, das verkauft sich nicht und dann wird es einfach nicht gemacht. So ist das eben. Alone in the Dark hatte das Problem, dass viele Spiele in den 90ern hatten. Da musste der zweite Teil einfach anders sein. Ja, vor allem, also soweit ich das rekonstruieren kann, war das so ein bisschen so, dass Alone in the Dark nicht besonders erfolgreich war, sondern eher so ein Darling, so ein Indie-Darling, bevor es Indie gab. Und erst nachdem Resident Evil sich das abgeguckt hat, das Game Design, wurde das Konzept dann quasi erfolgreich. Resident Evil hat ja auch das Genre Survival Horror quasi geprägt, obwohl das eigentlich ja Alone in the Dark gewesen wäre. Nur da ist es noch ein bisschen untergegangen. Und dann hat Alone in the Dark plötzlich versucht, die ganze Zeit Resident Evil zu kopieren. Und zwar überaus erfolglos. Die haben halt einfach auch kein gutes Spiel mehr gemacht seit dem ersten. Und dann kommt noch dazu, dass die den Hauptcharakter, der so cool war, auf so peinliche Art und Weise neu designt haben. Ich meine, damals natürlich, klar, Matrix und so 90er-Jahre-Ledermantelträger. Aber diesen coolen, dicken, alten Mann mit dem Schnauzer plötzlich umzudesignen, damit so ein lederjackentragender Jüngling draus wird, das allein war schon irgendwie eine Entscheidung, wo ich mir denke, naja. Aber ich meine, aus Marketing-Sicht vielleicht total sinnvoll. Das mag gut sein. Aber gebracht hat sie ihm dann auch nicht viel. So, ich hau dem erstmal sein Schild weg. Dafür ist sie perfekt.